Herzlich willkommen zusammen zu einem weiteren LS25 Video. Ihr habt Probleme mit dem LS25, dass das Spiel nicht startet, dass ihr in-game diverse Probleme habt, irgendwas nicht funktioniert, ja, dann kann es euch helfen, dass ihr das Spiel einmal repariert. Ich erkläre das Ganze jetzt hier entsprechend einmal, wie das funktioniert, wenn ihr das Spiel direkt bei Giants im Giant Store gekauft habt. Bei Steam gibt es entsprechend auch eine Reparaturoption, die schauen wir uns dann gegen Ende des Videos einmal an. Also, Giant Store bzw. die ganzen Collectors Edition und DVD Version funktionieren genauso. Ihr habt hier das Icon auf eurem Bildschirm und ihr drückt jetzt die Shift-Taste und dann macht ihr einen Doppelklick hier drauf, wie wenn ihr das Spiel starten würdet, nur dass ihr halt Shift auch gleichzeitig gedrückt habt. Dann geht dieses Fenster hier auf und hier gibt es den Punkt Installation überprüfen. Da klickt er drauf und dann analysiert er komplett euer ganzes Spiel auf Fehler. Und wenn er irgendwo einen Fehler findet, dann wird er quasi auch behoben. Also der sucht jetzt erstmal hier. Das dauert einen Moment. Wir sehen uns gleich zum nächsten Zwischenschritt wieder. So, in meinem Fall wurde die Installation erfolgreich verifiziert. Da sind jetzt keine Fehler drin. Klar, ich hatte auch keinen Fehler. Und jetzt kann ich hier über Ja einfach das Spiel starten. Ich drücke jetzt einmal kurz Nein und starte das Ganze hier nochmal mit Shift. Aber rein hypothetisch, um euch das zu zeigen. Wenn ihr die Installation überprüft habt und hier ist tatsächlich ein Fehler, dann kommt dieses Fenster wieder und dann könnt ihr hier unten auf Reparieren klicken. Dann klickt ihr auf Reparieren, dann wird es repariert und dann kommt erfolgreich repariert und dann könnt ihr das Spiel ganz normal wieder starten. Sollte das euer Problem immer noch nicht gelöst haben, könnt ihr hier direkt auf Support klicken und könnt quasi ein Ticket mit eurer Problembeschreibung an Giants senden. Und dann können die sich das genauer anschauen und euch vielleicht auch weiterhelfen. Aber die Reparatur, die hilft auf alle Fälle schon mal in vielen Fällen, wenn euer Spiel plötzlich gar nicht mehr gehen sollte. Ich hoffe, euch passiert das Ganze nie. Und jetzt schauen wir uns das Ganze noch ein bisschen mit Steam an, wie das da funktioniert. So, ich habe jetzt den Landwirtschaftssimulator 25 nicht bei Steam, aber das ist bei jedem Spiel quasi gleich. Ich nehme jetzt hier einfach mal Ark Survival Evolved. Wenn ihr in eurer Bibliothek seid, ihr macht hier Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Und hier gibt es jetzt installierte Dateien. Und hier unten gibt es den Punkt Dateien auf Fehler überprüfen. Da klickt ihr drauf und dann wird entsprechend das Ganze auch geprüft und analysiert, wie ich es gerade vorher in dem Giants-Fall gezeigt habe. Kommt dann auch eine Erfolgreich-Meldung, hey, du hast keine Fehler, oder es kommt eine Meldung, ja, dass ein Fehler gefunden worden. Dann könnt ihr entsprechend einen Reparieren-Button klicken, dann wird das Ganze repariert und dann sollte im Endeffekt auch schon wieder alles funktionieren. Das war's mit diesem kleinen Erklärungsvideo. Ich hoffe, damit sind eure Probleme alle behoben. Gerne Feedback dalassen. Ansonsten Ticket an Giants, falls die Probleme weiterhin bestehen. Es gibt auch die Adresse feedback.giants-software.com, wo ihr allgemein alle Bugs reporten könnt, die ihr findet. Sollten auch alle Bugs reported werden. Denn nur wenn die tatsächlich bei Giants reported werden, werden die irgendwann auch gefixt. Also wenn ihr was entdeckt, einfach reporten. Ich bin raus, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim LS25 Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.